sage herzlich willkommen im Namen von Begegnung Christen Juden Niedersachsen zum dritten Dialog in dieser Reihe. Es geht erneut um das Buch Josua, wie immer mit Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg. Und heute zum dritten Mal und vorerst, aber ich hoffe wirklich nur vorerst, zum letzten Mal mit Dr. Katrin Großmann. Liebe Ulrike, liebe Katrin, schön, dass wir uns hier zu dieser letzten Veranstaltung vor der Sommerpause noch einmal sehen. Ihr habt das Wort. Also es geht nochmal ums Buch Josua und heute machen wir einen ganz großen Sprung, nämlich in das letzte Kapitel hinein. Also das letzte Mal waren wir beim sechsten Kapitel, aber Katrin macht einen kurzen Zeitraffer, was alles da in den Kapiteln dazwischen passiert. Und ich zeige mal die Folien. Ich kann ja schon mal beginnen zu reden. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ja begonnen, wenn Sie sich zurückerinnern, im April war das, glaube ich, ist schon eine Weile her, mit dem ersten Kapitel und dem Beginn des Buches Josua. Und dieses erste Kapitel, da ging es sehr viel darum, also da findet sich die Beauftragung des Josua. Und da ging es sehr viel darum, sozusagen sehr deutliche Parallelen zwischen Josua und Moschee oder Mose. Wir sehen nicht. Ich sehe auch noch nichts. Nee. Ach so. Sag doch mal früher was. Ja. Ich dachte, du seist noch am Suchen. Ich bin schon mitten dabei. Jetzt? Ja. Jetzt. Wunderbar. Alles ist weg bei mir. Immer noch? Jetzt geht's. Alles. Aber dann muss es bei mir sein. Dann muss es bei dir sein, Maja. Ja, wählst du dich noch mal ein? Ja. Es kommt. Genau, an diesem ersten Tag haben wir auf das erste, oder an diesem ersten dieser drei Abende haben wir auf das erste Kapitel geschaut und da ging es ganz stark darum, sozusagen, dass Josua zum einen beauftragt wurde und zum anderen auch seine Autorität unterstrichen wurde, dadurch, dass es ganz viele Verweise auch auf Mose und auf eine Kontinuität gab, wobei immer auch der Unterschied zwischen Josua und Mose gewahrt blieb. Dieser erste Teil des Buches, das sehen Sie hier, fokussiert sozusagen die Eroberung des Landes. Das Volk zieht durch den Jordan und erobert dann das Land Kanaa. Das sind die ersten 12 Kapitel des Buches. Und dann im zweiten Teil, Kapitel 13 bis 22, geht es um die Verteilung des Landes. Das ist geprägt von langen Ortslisten, wo sozusagen einzelne Orte den einzelnen Stämmen zugeteilt werden. Und das können Sie gerne, wenn Sie vielleicht Statistiker oder Statistikerin sind und Vergnügen finden an langen Listen oder Geograf oder Geografin sind oder das Land Israel sehr gut kennen und da vielleicht mancher Ortsnamen irgendwie klingt, dann ist das vielleicht mußevoll, das zu lesen. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die nicht so gerne Listen lesen. Insofern bin ich ganz dankbar, dass wir das sozusagen summarisch mitnehmen, aber da nicht nochmal eingestiegen sind in dieses Listenlesen. Es gibt dann einen dritten Teil des Buches, der sehr kurz ist und die beiden letzten Kapitel umfasst mit der Abschiedsrede und dann dem Tod Josuas sozusagen endet das Buch. Wir haben, das habe ich schon gesagt, am ersten Tag geschaut auf das erste Kapitel mit der Beauftragung Josuas und haben dann am zweiten Abend vor allem das sechste Kapitel fokussiert. Sie erinnern sich vielleicht oder sicher, wenn Sie dabei waren und kennen das uns aber auch, weil es eine der bekanntesten Passagen des Buches ist, würde ich mal sagen, mit der Eroberung der Stadt Jericho oder der Einnahme oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Da haben wir nochmal reingezoomt und sehr intensiv drauf geschaut am letzten Abend, auch mit der Vielfalt der Impulse. Alleine mit diesem Kapitel könnte man eine Woche studieren verbringen und wäre, glaube ich, nicht am Ende mit den Themen, die da angespielt werden. Ich hatte schon gesagt, wir haben ein bisschen übersprungen den zweiten Teil mit dem Aufzeigen der Grenzen für die Gebiete der einzelnen Stämme und den Ortsreden. Und wir zoomen heute nochmal hinein in das letzte Kapitel, in diesen dritten Teil. Und dieser dritte Teil beginnt eben im Kapitel 23 mit einer Abschiedsrede Josuas, die nochmal den Fokus legt,
darauf, das Volk zu ermahnen, dem Ewigen treu zu sein. Also diese Aussage wird mehrmals wiederholt oder auch diese Ermahnung, dass es sich eben nicht abwenden soll, dass sozusagen dass sozusagen der ewige Gott ihnen das Land gegeben hat und in der Treue zum Ewigen sozusagen der Fortbestand sich erweisen wird. Also da ganz stark diese Abschiedsrede, die diesen Fokus auf die Treue, den Aufruf zur Treue zum Ewigen legt und dann eben übergeht in das 24. Kapitel. Und in dieser Abschiedsrede Josuas finden wir in den ersten 13 Versen sozusagen nochmal einen Abriss der Geschichte Israels von Abraham bis zur Landnahme, also bis zur Gegenwart, in der Josua spricht. Sehr fokussiert in diesen wenigen Versen. Das Ganze ist verortet in Sichem. Bisweilen findet sich auch in den Bibelausgaben die Überschrift Landtag in Sichem, wobei der Begriff Landtag ganz bestimmte Assoziationen weckt, die sicher nicht ganz treffend sind, wenn wir an heutige Landtage denken. Aber das Volk ist eben versammelt, das wird damit gesagt. Und Josua als charismatische Führergestalt hält sozusagen eine Abschiedsrede. Und die wir wollen hineingehen in den Text ab Vers 13, der auch diese historische Bestandsaufnahme abschließt mit den Worten, also Josua, Gott spricht durch Josua, und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht abgemüht hattest, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr euch doch niedergelassen habt. Ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Ja. Damit gebe ich an Ulrike weiter, die mit uns den ersten tiefen Blick in die heutige Textpassage wirft. Ja, zuerst lesen wir mal den Text vor, weil dann macht sich das besser, wenn alle die Textkenntnis haben. Also wir setzen hier in dieser Abschiedsrede ein im Vers 13. Und ich gab euch ein Land, um das du dich nicht abgemüht hast, und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr euch doch niedergelassen habt. Ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Ewigen und dient ihn in Vollkommenheit und Treue und entfernt die Götter, denen eure Vorfahren jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Ewigen. Scheint es euch aber nicht gut, dem Ewigen zu dienen, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Ewigen dienen. Macht euch weiter. Liest du? Ja. Da antwortete das Volk und sprach: Fern von uns sei es, den Ewigen zu verlassen und anderen Göttern zu dienen. Denn der Ewige ist unser Gott. Er ist es, der uns und unsere Vorfahren aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus, heraufgeführt hat und vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und bei allen Völkern, durch die wir gezogen sind. Und der Ewige hat alle Völker, auch die Amoriter, die im Land wohnten, vor uns vertrieben. Auch wir werden dem Ewigen dienen, denn er ist unser Gott. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Ewigen nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott ist er. Er wird eure Missetat und eure Sünden nicht vergeben. Wenn ihr den Ewigen verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er Gutes für euch getan hat. Und das Volk sprach zu Josua: Nein, dem Ewigen werden wir dienen. Und Josua sprach zum Volk: Ihr werdet Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Ewigen erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen:
Wir wären Zeugen. Und nun entfernt die fremden Götter, die bei euch sind, und wendet euer Herz dem Ewigen zu, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: Dem Ewigen, unserem Gott, werden wir dienen, und auf seine Stimme werden wir hören. Und Josua schloss einen Bund mit dem Volk an diesem Tag und gab ihm Satzung und Recht in Schechem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch der Weisung Gottes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die beim Heiligtum des Ewigen stand. Und Josua sprach zum ganzen Volk: Seht, dieser Stein soll Zeuge sein gegen uns, denn er hat alle Worte des Ewigen gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge sein gegen euch, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Dann entließ Josua das Volk, einen jeden in seinen Erbbesitz. Und nach dieser Begebenheit starb Josua, der Sohn des Nun, der Diener des Ewigen. Er wurde 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn auf dem Gebiet seines Erbbesitzes in Timnath-Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt, nördlich vom Berg Gasch. Und Israel diente dem Ewigen, solange Josua lebte und solange die Ältesten am Leben waren, die Josua überlebten und die von allem wussten, was der Ewige für Israel getan hatte. Und die Gebeine Josefs, die die Israeliten aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Schechem auf dem Grundstück, das Jakob von den Nachkommen Hamors, des Vaters von Schechem, für 100 Kesita gekauft hatte. Und es wurde Erbbesitz der Nachkommen Josefs. Und als Elasar, der Sohn Aarons, gestorben war, begruben sie ihn in Gibea, das seinem Sohn Pinchas gehörte, das ihm auf dem Gebirge Ephraim gegeben worden war. Ja, ich mache noch mal kurz den Text weg, damit wir uns sehen, und hole ihn gleich noch mal vor. Also dieser Text, du hast es schon angedeutet, ist voller Zitate. Im Grunde genommen sind es zwei Abschiedsreden, die Josua gibt, also erst im Kapitel 23 und dann im Kapitel 24 dieser Landtag. Also er versammelt die Stämme nach Schechem. Schechem ist in vielen Bibelübersetzungen Sichem oder die heutige Stadt Nablus. Dort veranstaltet er also noch einmal ein, so ein Hakel ist es genannt, eine Gesamtversammlung des Volkes oder zumindest seiner Repräsentanten, um sie einzuschwören. Und was er macht für diese Einschwörung, ist zunächst erst einmal ein großer Geschichtsüberblick. Er schwört sie auf eine nationale Geschichte ein, also auf ein Narrativ, was eben künftig die Identität, die Selbstbeschreibung des Volkes bestimmen soll. Deshalb dieser ganze Rückblick bis hin zu Abraham und jenseits des Stromes, der Strom ist der Euphrat, also all das, also sozusagen die Wiege des Volkes Israel in Mesopotamien und dann in Ägypten und zurück. Und es mündet in einen Bundesschluss. Und in all diesen ganzen Abschlusszeremonien hallt eigentlich das ganze Buch Deuteronomium wieder, das fünfte Buch Mose, was ja im Grunde genommen ein einziges Buch ist von Abschiedsreden des Mose, und also wo er immer wieder das Volk einschwört, zukünftig, also im Land, wo er eben nicht mehr an der Spitze stehen wird, doch trotzdem sich an all die Lehren und Worte und Erfahrungen der Vergangenheit zu halten, und das auch bewährt mit einigen Zeremonien.
Also echten Gedächtniszeremonien. Also wer irgendwie mal nachdenken möchte, wie so Gedenksteine entstehen, der muss eigentlich wirklich an die biblischen Zeugnisse zurückgehen, wann und bei welchen Gelegenheiten die aufgerichtet werden und mit welchen Zeremonien die umgeben werden. Und es ist ein erneuter Bundesschluss, aber in den ganzen Kapiteln von Josua merkt man eben doch die Abstufung zu Mose. Also Mose war die große Autorität, die alles immer verkündet hat. Und hier dieses Kapitel 24 ist doch sehr dialogisch gehalten. Und jetzt gehe ich nochmal zurück in den Text. So, also das ist so das Ende eines langen Monologes von Josua, wo er die vor ihm stehende Generation ermahnt, hütet euch vor Hochmut und Stolz. Und diese Verse dienen dazu, ihnen klarzumachen, dass die Eroberung des Landes, auch wenn wir sie in den vorherigen Kapiteln oft als ein kriegerisches Geschehen geschildert bekommen, die Eroberung dieses Landes ist nicht das Verdienst der Stämme, sondern es ist ihnen geschenkt worden. Hier heißt es nochmal, ich gebe euch ein Land, um das ihr euch nicht abgemüht habt. Ihr könnt also fertige Städte einbauen, bereits gepflanzte Weinberge und Ölbaumhaine. Also ihr werdet Nutznieß haben von dem, was andere Menschen vor euch angelegt haben und auch, was ich als euer Gott und der Führer eurer Kriege für euch getan habe. Denn an dieser Stelle nicht, aber vorher in den, glaube ich, Vers 12, wird gesagt, das Land habt nicht ihr erobert, sondern die Hornissen. Ich habe sozusagen die Hornissen als göttliche Waffe vor euch hergeschickt und das Land befreit oder die mythischen sieben Völker dort ausgetrieben. Also ich finde vor allem diesen ersten Vers, der hier steht, Vers 13, gültig auch für andere Zeiten und andere Orte, wer ihr auch seid, in welcher Generation, an welchem Ort, in welchem Land ihr lebt, denkt daran, dass ihr nicht voraussetzungslos lebt. Tretet mit eurer Existenz ein in das, was frühere Generationen für euch erschaffen haben und ebenso seid ihr Teil dieser Kette, für künftige Generationen ein blühendes Land zu hinterlassen. Und dann beginnt dieser Dialog, der mit ihnen eintritt, diesen Bundesschluss, der eben kein Überstülpen eines festen Kanons ist, sondern es wird zur Wahl vorgelegt. Und auch das kennen wir schon von Mose, wo es heißt, siehe, ich lege dir hier vor, Segen oder Fluch, du sollst wählen. Und das Volk antwortet ganz fromm, nein, wir werden den Ewigen auf keinen Fall verlassen. Götzendienst kommt uns gar nicht in den Sinn. Und eine Bejahung der historischen Gotteserfahrung. Also der Ewige ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat und vor unseren Augen diese großen Zeichen getan hat, obwohl es ja schon nicht mehr die Wüstengeneration ist, sondern eigentlich nur noch die in der Wüste schon geboren wurden oder als Kleinkinder aus Ägypten ausgezogen sind, also die das auch schon nur noch vom Hörensagen kennen. Und nochmal eine Bekräftigung, es war der Ewige, der die Emoriter und andere Völker vor uns vertrieben hat. Und wir wollen dem Ewigen dienen. Und Josua antwortet auf diese sehr ambitionierte Rede und sagt, Leute, so einfach ist es nicht, dem Ewigen zu dienen. Ihr werdet fehlen. Ja, ihr werdet Fehler machen
Und diese Fehler werden nicht ungeahndet bleiben. Und dann, sagen sie wieder, nein, nein, wir wollen dem Ewigen dienen. Und wieder spricht jetzt Josua. Ihr selber steht als Zeugen für euch ein. Also euer Wort wird ernst genommen, dass ihr euch den Ewigen erwählt habt. Und dann antworten sie wieder, wir wären Zeugen. Also im Hebräischen ist das nur ein Wort, Edim. Zeugen, Zeugen sind wir. Ja. Und dann kommt sozusagen das Kleingedruckte von Josua. Nun entfernt die fremden Götter, die bei euch sind, und wendet euer Herz dem Ewigen zu. Also ein Hinweis darauf, dass zu diesem Zeitpunkt doch noch irgendwelcher Götzendienst verbreitet war. Und wir werden gleich darauf nochmal kommen. Denn wir wissen, dass einerseits die Religion Israels immer streng monotheistisch war, aber die Archäologen haben bei Ausgrabungen auch ganz häufig so kleine Figurinen gefunden in den Häusern, die so kleine Hausgötter und Glücksbringer waren. Und dann im Vers 24 sagt das Volk erneut, dem Ewigen wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und das ist nun ein ganz deutliches Echo von dem Bundesschluss, den Moschee, Aaron und die 70 Ältesten am Sinai vorgenommen haben. Und zwar Exodus 24, da nach den 10 Geboten, aber noch vor, bevor die Bundestafeln gegeben wurden, findet so ein Bundesschluss statt. Und da werden diese berühmten Worte gesagt von Israel, Naase v'nishma. Wir wollen tun und wir wollen hören. Also das Volk verpflichtet sich ganz bereitwillig auf das ganze Paket, ohne es noch wirklich zu kennen. Und danach, nach diesem Bundesschluss von Exodus 24, steigt eben Moschee und Josua steigen auf den Berg Sinai, um dann dort die göttlichen Tafeln zu bekommen. Von Gott gehauen, von Gott beschrieben. Und als die beiden lange nicht wiederkommen, wird das Volk unten unruhig. Und dann entsteht eben diese ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb. Die sagen, wir wissen nicht, ob Moses überhaupt noch lebt, ob der wiederkommt. Mach du uns, Aaron, mach du uns Götter, die vor uns herziehen. Und dann entsteht dieses goldene Kalb. In der Zwischenzeit kommt Mose vom Berg runter. Josua sagt, da unten ist ein Riesenlärm im Lager. Es ist ein Kriegslärm. Und Mose sagt, nein, nein, Kriegslärm ist das nicht, denn die singen und tanzen um das goldene Kalb. Und in seiner Wut zertrümmert er die Tafeln. Also Josua war Augenzeuge bei dieser ersten Urkatastrophe des gerade frisch geschlossenen Bundes. Daher wahrscheinlich auch nochmal die Intensität seiner Mahnung an das Volk. Und hier aber sagt das Volk wieder, nein, nein, wir wollen dienen und auf seine Stimme hören. So, und dann dieser Bundesschluss durch Josua. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch der Weisung Gottes. Was ist eigentlich hier gemeint? Welches Buch beschreibt er? Et hadvarim ha'ele besefer Torat Elohim. Also sind das nun die 5 Bücher Mose oder sind diese Zeilen der Anlass zu sagen, die ursprüngliche Gotteslehre besteht eben aus 6 Büchern, nämlich dem sogenannten Hexateuch, das Buch Josua noch dazu genommen. Es ist auch ein Anhaltspunkt zu sagen, dass die letzten 8 Verse im Buch Mose, im 5. Buch Mose sogar von Josua geschrieben werden. Also die letzten 8 Verse, wo ja vom Tod und ja, der Wegführung von Mose berichtet wird, da steht schon im Talmud, vermutlich hat Josua diese Verse geschrieben, was
eine gewagte Aussage ist, wenn man annimmt, dass die fünf Bücher Mose komplett vom ersten bis zum letzten Vers eigentlich göttlicher Natur sind. Aber hier haben wir wieder so ein Rätsel, was uns sich auftut. Hier ist auch eine kleine Problematik versteckt in dem Vers 26. Josua macht als Zeugnisritual, dass er diese Worte aufschreibt. Und dann nimmt er einen großen Stein als Denkmal und richtet ihn dort auf unter der Terebinte. Terebinte ist ein Baum von einer Eichenart, gibt es häufig in Israel. Auf Hebräisch heißt die Elah. Und das verweist auf eine Spannung zu einem Vers aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 21. Da heißt es, du sollst dir keinen Hain pflanzen, keinen Baum beim Altar des Ewigen deines Gottes, den du dir machen wirst. Und das macht ja Josua hier. Er sagt, dieser Stein soll ein Zeuge sein, eben wirklich ein Denkstein. Ja, also soweit der Bundesschluss, der eben auch anschließt an die vielen Zeremonien, die Mose noch zu Ende seines Lebens veranstaltet, aber das ist nicht schlimm. Da ist ein Mikrofon offen. Ja, ist geschlossen. Diese Bundeszeremonien, die alle dazu dienen, ein Zeugnis zu etablieren beim Volk, was über die gegenwärtige Generation der Augenzeugen hinausweist. Ja? Also wo für künftige Generationen ein Ort geschaffen wird oder ein Gegenstand, wo man sich wieder erinnern kann, wo die Worte der Weisung geschrieben sind. Und das Ganze findet ja hier statt in Shechem, Sichem, wo auch diese Zeremonie stattfand mit dem Segen und dem Fluch auf dem Berg Ebal und Gerizim, wo das Volk von Mose eingeschworen wurde. Also all diese Zeremonien schließen wieder einen Bogen zu Mose. Und dann stirbt Josua. Also er hat seine Mission erfüllt. Und hier erst bei seinem Tod wird er nun selber als Diener des Ewigen bezeichnet. Also wir haben noch ganz beim ersten Kapitel davon gesprochen, da wird 11-mal Moses als Evet Hashem, als Diener des Ewigen bezeichnet. Und er ermutigt damals immer Josua, du kannst das, du kannst in diese großen Schuhe treten und mit ihnen weiterlaufen. Aber erst hier zum Tod wird es deutlich, dass er tatsächlich in allem der Diener des Ewigen war. Ja, und dann wird er dort begraben in dieser Gegend, dem Gebirge Ephraim. Er wird 110 Jahre alt. Die 110 ist nochmal eine Verbindung zu einer anderen wichtigen Person, die nämlich Verbindungen nach Shechem hat. Und das ist Josef. Josef ist auch 110 Jahre alt geworden. Und dann kommen noch andere Beerdigungen, nämlich die Gebeine Josefs werden dort in Shechem beigesetzt. Wir haben ja gesehen, dass im 50. Kapitel, also letzten Kapitel von Genesis, hat ja Josef nochmal seine Brüder eingeschworen, seine Gebeine mitzunehmen. Und nachher, Exodus, glaube 13, werden sie dann auch tatsächlich mitgenommen. Also den ganzen langen Weg von Josefs Tod sind die Gebeine irgendwie mitgewandert, vor allem dann durch 40 Jahre Wüste, durch die ganze Landeroberung. Und erst jetzt kommen sie tatsächlich zur Ruhe an einem sehr symbolträchtigen Ort, denn Shechem ist der Ort,
wo die Brüder ihn in eine Grube geschmissen haben und wo er verkauft wurde. Und die Geschichte erinnert noch an eine andere Gewaltgeschichte, nämlich das Grundstück, was von Jakob den erworben hatte, von den Nachkommen Hamors. Das ist Genesis 35, wenn ich nicht irre. Das, ja. Das große Massaker, was da verübt wird nach der, oder 34 nach der Vergewaltigung Dinas. Also hier kommen irgendwie lauter Kreise zu einem Ende. Ja, und dann auch noch einer, sozusagen die politische Führerschaft wird hier begraben und dann aber auch einer, ein wichtiges Bindeglied aus dieser Generation der, von Mose und Josua, Aaron, also der Sohn Eleazar, der Hohepriester, stirbt auch und wird dort begraben, also in dem Gebirge Ephraim. Ja, vielleicht erstmal bis hierher. Ich würde nachher nochmal was sagen zu Shechem, zu diesem Ort, oder du machst es, wie du möchtest. Ich würde gerne erst nochmal bei dem Schluss bleiben und dann nochmal an zwei Punkte nach vorne gehen und würde zu dem Schluss noch dazulegen wollen, dass dieser Abschluss sozusagen, dieser langen Erzähllinie von Genesis bis Josua auch dadurch nochmal sehr deutlich wird, dass anders als nach dem Tod des Mose eben keine Nachfolger bestimmt werden. Und zwar sowohl hat Josua keinen Nachfolger, es wird irgendwie sehr vage auf die Ältesten verwiesen, aber auch Eleazar, es wird zwar der Sohn Pinchas namentlich erwähnt, der auch, wie wir aus Richter später wissen, ihm nachfolgt in dieser Führungsposition, aber das wird hier nicht gesagt. Und damit ist sozusagen klar, dass sozusagen der Erzählbogen erstmal endet und es wird dadurch eine sehr deutliche Zäsur markiert, dass eben keine Nachfolger erwähnt werden. Und zwar eben sowohl politisch als auch religiös keine Nachfolger erwähnt werden. Ja, und das ist ja ein langer Bogen, der sich dann, genau, also zumindest nach dem Kanon der hebräischen Bibel so lange zieht, noch über das Buch Richter hinweg, dann zum Buch Samuel, wo eben das Volk endlich, also einen König fordert, um irgendwie eine Führung wieder zu haben. Also so lange lebt das Volk mit dieser Wahrheit von wechselnden Autoritäten. Ja, und dann würde ich vielleicht auch noch mal betonen wollen, also einfach nur, um es dazu zu legen, weil mich das, weil ich da sozusagen selber noch mal beim Lesen und Umgehen mit dem Text eingehakt bin, dass sozusagen diese Kernforderung wirklich der Treue Israels zu seinem Gott und die ja auch einhergeht mit einer besonderen Nähe. Da fand ich nochmal sehr herausstechend in diesen Versen 19 bis 20. Das ist eine der Aussagen Josuas, wo er sozusagen in Frage stellt, ob das Volk diese Treue halten wird. Genau, danke, dass du nochmal zurückgehst. Genau, er sagt dann, ihr könnt dem Ewigen nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott ist er. Er wird eure Missetat und eure Sünden nicht vergeben. Wenn wir das heute lesen, irritiert es zuerst mal und Theologen der letzten Generationen oder vor allem der letzten 100 Jahre haben sehr viel über diese dunklen oder bedrohlichen Seiten Gottes gesprochen, die ich auch nicht negieren will. Aber es ist doch sehr interessant, dass wenn man genau hinschaut und auch die parallelen Stellen in der Tora sozusagen sich anschaut, dann geht es da im Kern immer um die Nähe Gottes zu seinem Volk. Und diese Nähe hängt eben auch davon ab, dass das Volk keine anderen Götter verehrt, die diese Beziehung eben stören würden. Und das finde ich in so, also und diese Heiligkeit des Ewigen, also das ist mehrfach in der Tora, das werden Sie auch wissen, dass der Ewige selber sich als heilig bezeichnet und damit auch wiederholt eben
die Aufforderung verknüpft, dass Israel auch diese Heiligkeit, also selbst auch heilig sein soll. Und das mündet dann in dem Auftrag, die Tora zu bewahren. Und diese Heiligkeit Israels ist eben, ja, qualifiziert dann diese besondere Beziehung auch. Insofern steht diese Aussage in diesem Kontext. Und die Eifersucht ist, zeigt eben im Kern, dass diese Beziehung oder diese Nähe zwischen dem Ewigen und dem Volk eben gestört wäre, wenn da irgendwie die Verehrung fremder Götter hineinspielen würde, weil sie ja immer auch mit einer Abwendung und einer Abschwächung dieser Bezogenheit einhergeht. Ja, und das ist eben ja, wie wir, wenn wir ganz weit zurückgehen, sozusagen auch der Kern der Missetat, der sozusagen in der Abwendung vom Ewigen besteht, die damit einhergeht. Also das fand ich in dieser Verdichtung nochmal sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass letztlich hinter diesen Formulierungen immer eine positiv gewendet, eine Aussage über die Intensität auch dieser Beziehung steht. Und Kern der Mahnreden des Josua ist ja eben das Volk dazu zu ermahnen, eben keine fremden Götter zu verehren, sondern an dem Ewigen festzuhalten. Und Gott kann eben, ja, diese Beziehung hängt eben davon ab, dass das Volk auch diese Hinwendung sozusagen vollzieht. Außerdem würde ich noch gerne zu Sichem und der Terebinte, da gibt es noch einen anderen Bezug nach Genesis. Ich weiß nicht, ob du den bewusst weggelassen hast, da wird ja auch auf Jakob angespielt. Also Jakob, der in Genesis 35 auf dem Rückweg nach Bethel Station macht in Shechem und dann sozusagen dazu aufruft, bevor er eben wieder nach Bethel kommt, dem Ort, an dem er dem Ewigen eben begegnet ist, ruft er sozusagen dazu auf, alle Gegenstände und Ringe, die sozusagen für die Verehrung fremder Götter stehen, in Shechem unter dieser Terebinte zu begraben. Und das finde ich auch eine sehr interessante Verbindung, weil natürlich sozusagen, wenn man sich das vorstellt, die Hörer und Hörerinnen diese Verbindung präsent haben und damit sozusagen in einem gewissen Sinne das so anklingt, diese Erzählung und die Hinwendung Jakobs zum Ewigen eben als beispielhaft dadurch eingespielt wird sozusagen. Also so, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie mit wenigen Worten ganze Erzählungen sozusagen im Hintergrund anklingen für Menschen, die in diesen Texten zu Hause sind und diese kurzen Anspielungen dann auch verstehen können. Das finde ich, je länger man sozusagen mit biblischen Texten unterwegs ist, desto mehr kommt da zum Klingen. Das finde ich immer sehr faszinierend. Genau. Diese beiden Dinge wollte ich hauptsächlich ergänzen, weil ich sie mich einfach beim Lesen auch und beim Umgehen mit dem Text sehr bewegt haben. Und du willst, glaube ich, noch zu Josua 8 was sagen. Ja, sage ich gleich, weil Shechem oder Sichem einfach ein ganz symbolaufgeladener Ort ist. Also das ist jetzt nicht irgendeine zufällige Sache, dass die sich dort treffen, weil dort vielleicht ein großes Feld ist, wo alle hinpassen oder weil da gerade eine schöne Schlacht geschlagen wurde, sondern weil dort ganz entscheidende Dinge stattgefunden haben. Schon Abraham hat dort ein Opfer dargebracht. Also Genesis 12 können wir lesen. Ich rufe mal schnell den Vers auf. Und damit wird natürlich, also wird so eine lange Kette auch hergestellt, ja, bis hin zurück zu Abraham, nicht nur vorher schon in der Geschichtserzählung, sondern auch durch solche symbolische Handlungen. Also Genesis 12, Vers 6, also gerade nach der Berufung von Abraham, diesem Auftrag, geh aus deiner Heimat, aus deinem Vatershaus und so weiter. Und Abraham durchzog das Land bis an den Ort Shechem, bis an den Terebintenhain Moreh, Elon Moreh. Und der
Kanaaniter war damals im Lande. Also auch ein schöner Bogen. Jetzt ist er nicht mehr im Lande oder jedenfalls nicht mehr als Besitzer des Landes. Und dann hast du gesagt, Jakob, also auch wieder an diesem Terebintenheim. Josef habe ich schon gesagt, aber eine wichtige Stelle ist eben noch Josua 8. Da hat nämlich Josua schon einmal einen Bundesschluss vorgenommen. Damals baute Josua dem Ewigen, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berg Ebal. Ebal ist ein Berg, also Sichem liegt zwischen zwei Bergen, genau im Tal zwischen Ebal und Gerizim. Wie Mose, der Diener des Ewigen, es den Israeliten geboten hatte, wie es geschrieben steht im Buch der Weisung des Mose, ein Altar aus unbehauenen Steinen, die man nicht mit Eisen bearbeitet hatte. Also auch das wieder eine Verbindung gleich zu Exodus 20, gleich nach den 10 Geboten wird angewiesen, du sollst einen Altar bauen und wenn du ihn baust, nur aus unbehauenen Steinen, nichts mit Eisen darf auf den Altar kommen, weil Eisenschwerter sind Zeichen von Krieg. Und sie brachten dem Ewigen darauf Brandopfer dar und schlachteten Heilsopfer. Also auch bis hier noch gar nichts von dieser ganzen Ermahnung von Deuteronomium. Du sollst nur dort schlachten und Opfer darbringen an dem Ort, den ich dir bezeichnen werde, was später auf Jerusalem bezogen wird. Jerusalem ist hier noch gar nicht am Horizont wirklich. Und dort schrieb er auf die Steine die Abschrift der Weisung des Mose, die dieser aufgezeichnet hatte vor den Augen der Israeliten. Und hier weiß man nicht, was schreibt denn Josua da auf die Steine. Ist das tatsächlich 5 Bücher Mose sozusagen, den ganzen Text auf einen großen Stein oder ganze Felswände? Oder ist das zum Beispiel, weil es heißt auf Hebräisch Mishneh Torah, ist das nur das Buch Deuteronomium? Das verweist ja auch wieder auf die ganze Geschichte der Auffindung des Deuteronomiums, die ja auch als die ganze Torah gewertet wurde. Oder sind es nur Stichworte wie die Segen und die Flüche damals auf Ebal und Gerizim? Also es wäre dann sozusagen eine Essenz der Torah. Und ganz Israel, seine Ältesten, seine Amtleute, seine Richter standen zu beiden Seiten der Lade. Also die Priester stehen wieder in der Mitte mit der Bundeslade. Der Fremde wie der Einheimische. Die eine Hälfte gegen den Berg Gerizim, die andere gegen den Berg Ebal. Also wieder so ein Reenactment, ein Nachaufführen, Nachleben dieser Zeremonie des Mose. Wie Mose, der Diener des Ewigen, zuvor geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Und auch hier wird wieder deutlich, wer ist hier der Diener des Ewigen? Immer noch Mose. Ja, also immer noch ist Josua praktisch so fast ein bisschen der erwachsene Schüler nur. Und dann liest aber Josua die Worte der Weisung vor, den Segen und den Fluch. Und da war nicht ein einziges Wort, das Josua der ganzen Gemeinde Israels nicht vorgelesen hätte, von allem, was Mose geboten hatte, auch den Frauen und Kindern und dem Fremden, der mit ihnen zog. Also hier war im Kapitel 8 nochmal ein Bundesschluss, der wirklich eine Brücke darstellt von den Einschwörungen Mose bis hin dann letztlich zu der Abschiedsrede des Josua in Kapitel 24. Und dieser Ort ist eigentlich ein heiliger Ort geblieben, zumindest der Berg Gerizim, für die Samaritaner, die dort ein Heiligtum errichtet haben, die auch dort diesen Berg verehren als Urort, von dem die Welt erschaffen wurde und wo der Messias wohin der Messias, der einst direkt aus dem Himmel sich niederlassen wird. Und eigentlich diese samaritanische Bibel hat auch nur den Hexateuch
Also die fünf Bücher Mose und das Buch Josua, sie gehen nicht mit dann später in die Richter- und Samuel-Bücher, weil das ja dann die explizite Geschichte Israels ist. Und für die Samaritaner ist bis heute der wahre Tempel auf diesem Berg Gerizim. Es gibt noch eine große Kolonie dort in der Westbank, also bei Nablus, und es gibt noch eine Kolonie von Samaritanern in Cholon, etwas südlich, also südlich von Tel Aviv. Und jedes Jahr, zum Beispiel zum Pesachfest, pilgern auch die Samaritaner aus Cholon dorthin und bringen eigentlich in der ganz biblischen Zeremonie das Pesachopfer dort dar. Also wer diese Beschreibungen aus dem Buch Exodus mal erleben will, müsste dorthin pilgern. Dort kann man das ganz bewundern, nicht bei unserem Sederabend. Unser Sederabend hat aber, ich weiß nicht, soll ich das noch nachschieben, falls wir zu liturgischer Bedeutung kommen, diese Erzählung, diese Geschichtserzählung aus Josua 24, deine Vorväter waren in Mesopotamien, Terach, Nachor und so weiter, das kommt in der Haggadah vor. Und das ist im Grunde genommen, was jedes Jahr zu Pesach, zum Sederabend stattfindet, eine erneute Einschwörung des Volkes auf diese gemeinsame Geschichte, auf dieses gemeinsame Narrativ. Vielleicht noch, darf ich noch eine letzte Anmerkung zum Ende machen, dann können wir gerne auch öffnen. Sehr schön fand ich auch, dass am Ende nochmal bei allen drei Begräbnissen betont wird, dass sie in ihrem eigenen Land begraben werden, also in dem Land, das sie geerbt haben. Dass das auch nochmal so ein Signal ist, dass dieses lange Geschichte jetzt wirklich mit dem Land und dass sie im Land angekommen sind. Und auch in der Entlassung des Volkes vor diesen Begräbniserzählungen wird es auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass jeder auch zu seinem Erbland geht. Also sie sind sozusagen angekommen. Und das ist ja bis heute so, dass man sagt, dass Migranten und Migrantinnen in einem Land angekommen sind mit der Generation, die sich dann dort auch bestatten lässt. Und das ist so ein ganz interessanter Bezug, finde ich, zu uns auch heute, weil das jetzt sozusagen in den Kommunen ein großes Thema ist, die Errichtung muslimischer Gräberfelder, und das eigentlich ein guter Hinweis darauf, also für die Integration ist. Wenn sich Menschen hier bestatten lassen, haben sie sich hier zu Hause gefühlt. Aber das nur in Klammern, weil ich das sehr interessant fand, dass es bei allen drei Begräbnissen wirklich betont wird. Ja, also das kann ich auch zum Beispiel aus der Erfahrung unserer Hamelner Gemeinde sagen, das fand ich immer sehr berührend, die Grabsteine mit all den fremdklingenden Namen, russisch klingenden Namen, die nun in dieser fremden Erde irgendwie ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Ich würde vielleicht noch nicht sagen, dass es die Heimat ist, sagt man, es kann eigentlich die dritte Generation erst von sich sagen, aber man merkt auch ganz genau an dieser ersten Generation von Migranten, wer lässt sich hier bestatten und wer lässt die Gebeine doch wieder zurück überführen nach ja. Ukraine oder nach Russland. Aber hier schließen sich Kreise, viele Kreise, und so ist es eben gemeint. Ja, eigentlich hier kommt ein positives Fazit zum Tragen. Die große Sorge von Mose immer, werden die denn all das einhalten können und all das erinnern, was ihnen geschehen ist, was sie gesehen haben, was ihnen übermittelt wurde. Hier wird jetzt das Fazit geschlossen, ja, sie haben es geschafft und sie wollen freiwillig diesen Bund erneuern. Und hier wird eben Josua, der Diener des Ewigen, genannt zum ersten Mal. Also er hat das Volk durch diese schwierige Mission geführt, von der Knechtschaft, also der Sklavenmentalität, dann 40 Jahre Wandern in der Wüste, in der Heimatlosigkeit, in der Unsicherheit und jetzt hin zu einer Souveränität im eigenen Land. Und eben auch für die anderen Personen, deren Begräbnisse hier genannt werden, Josef und Elazar, ist das ein Abschluss eines Zirkels. Ja, wollen wir öffnen? Ich finde eigentlich den Gedanken schön, dass es so positiv endet.
Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Beim Happy End wird abgeblendet. Genau. Wenn wir hier stehen bleiben, ist einmal alles gut. Ja. Haben wir alle erschlagen. Was ich spannend finde, ist, dass auch nochmal die Frage, dass Josua nochmal die Frage stellt, wollt ihr das? Ich finde das schon spannend, dass am Sinai die Frage gestellt wird, wollt ihr das? Und sozusagen, hier gibt es nochmal eine zweite Chance. Also dieses sich aktiv zu etwas zu verpflichten und eine Wahl zu haben. Und natürlich, wenn man etwas aktiv wählt, dann ja, dann gibt es auch nochmal eine ganz andere Art von Verpflichtung. Es ist etwas, was die Israeliten freiwillig auf sich genommen haben. Ja, sogar zweimal, ne? Ja, also genau, mehr als einmal. es gab die Chance, nochmal Nein zu sagen. Mhm. Aber, tja. Ja, und ich finde es interessant, wie eben vom fünften Buch Mose über dieses Buch Josua hinweg immer sich dieser Gedanke der Erinnerung zieht. Ja? Wie kann man Erinnerung bewirken? Wie kann es für spätere Generationen, die eben nicht mehr Augenzeugen von irgendwelchen einsteigenden Ereignissen waren, wie kann diese Geschichte lebendig gehalten werden, so dass diese viel, viel, viel späteren Nachkommen sie noch als relevant für sich empfinden. Und ja, hier werden verschiedene Zeremonien vorgeschlagen, aber ein wichtiges Element ist, oder ein Standardelement ist tatsächlich etwas Gegenständliches, also zum Beispiel ein Gedenkstein oder sowas oder Schrift an Felsen, aber immer wieder auch eine verbale Erzählung und Einschwörung, Wiederholung und Erzählen von Geschichte dabei. Und das, finde ich, ist auch die große und großartige Pädagogik des Deuteronomiums, das Erzählen der Geschichte, die Ermahnung, die Zeichen und diese Zeichen, die sinnlich erfahrbar sind, aber jetzt nichts mit, wie soll ich sagen, nichts Magisches haben. Sondern wirklich Zeichen bleiben. Ja. Ja, nee, Magie ist da überhaupt nicht drin. Das Volk genau, muss genau. Immer wieder sich dazu erklären. Ja. Genau. Wir sehen das im Deuteronomium 26, da gibt es so ein, man nennt es das Bekenntnis der Erstlingsfrüchte. Also wenn ein Bauer mit seinen Erstlingsfrüchten in den Tempel kam, da wird ihm eine ganze Litanei vorgeschrieben, die er erzählen soll. Und diese Litanei ist nicht, danke für diese wundervollen, schönen, saftigen, reichhaltigen Früchte und die ganze Ernte, die ich geerntet habe, sondern das fängt an, meine Vorväter kamen aus Mesopotamien und nach Ägypten sozusagen. Was er macht, er schreibt sich in diese Geschichte ein. Ja, er wiederholt sie und indem er dasteht, und jetzt stehe ich hier mit meinen Früchten und bin Teil davon. Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage. Und zwar, also die fremden Götter sind abzutun. Wie versteht ihr Fremdgötter? Also fremde Götter könnte man ja klassisch verstehen, das sind sozusagen Menschen, die andere Götter anbeten. Oder es gibt ja sozusagen auch vielleicht noch andere Möglichkeiten, fremde Götter zu verstehen. Ja. Wie deutet ihr das für heute? Das ist die Bibel ganz eindeutig an alles, woran du dein Herz hängst. Ja. Es ist ein Wettkampf der Autoritäten, Dinge, die uns leiten in unserem Handeln. Und hat übrigens auch Luther gebracht. Luther, oh wow. Ja. Also. Naja, und diese Entschiedenheit, also
ich, eben, es hängt ja zusammen auch mit Verantwortung, das haben wir ja auch eben schon gesagt, und wir sind verantwortlich und wir entscheiden, wonach wir uns richten in unserem Handeln und in unseren Entscheidungen und wovon wir uns auch leiten lassen. Und da finde ich, ist es immer wieder Teil, auch zu prüfen, was einen treibt und ob das so stimmt oder ob es da vielleicht manchmal eine Korrektur in der Ausrichtung braucht, so, oder ob man dem folgen will, dem man so folgt in seinem Tun. Und das, finde ich, bleibt ja ein lebenslanger Prozess, sich das immer wieder zu fragen. Also, ja. Und wir alle können letztlich einen Unterschied machen in dem, was wir tun. Im Kleinen, begrenzt, manche auch größer, aber jede und jeder muss den nutzen, den Raum nutzen, den sie hat sozusagen. Sonst fehlt auch was. Also in dieser Runde hier hatten wir ja mal diskutiert, wie würdet ihr Gottesfurcht übersetzen, ja? Und ich finde, der, also für mich angemessene Begriff ist Demut. Mhm. Also das eigene Ego zurückstellen. Und das eigene Ego kann ja seine Gelüste an ganz verschiedene Dinge hängen, ja, an Prestige, Ansehen, Geld, was weiß ich, materielle Dinge und so. Aber Demut heißt eben anzuerkennen, nee, ich bin einfach auch nur klein und bin angewiesen auf Wohltaten. Naja, und letztlich in diesem Kleinen ja groß, so, ne? Weil dass ich sozusagen aus diesem Verdanktsein oder Geschenktsein lebe. Ja. Und nichts, mich nicht produzieren muss vor der Welt, so, weil ich genau, und es ist ja eine Beziehungskategorie letztlich auch, die eine Aussage über diese Beziehung zwischen Gott und Mensch ist so. Mir ist da der Aspekt wichtig, ich bin begrenzt. Also ich bin physisch begrenzt, ich bin psychisch begrenzt, ich lebe in einer Zeit, in der Zeit, also einfach dieses, ich habe Grenzen. Sie werden mir gesetzt. Und es kann dann aber auch entlastend sein, um die Grenzen zu wissen. Und es ist sicher heute wirklich erschlagen mit unserer Text. Nee, ich glaube, Frau Pullenkampf hatte mal versucht, sich zu melden. Kann das sein? Johanna, möchtest du das Wort? Oh, Friedrich Kramer, wir haben hier jetzt noch einen Bischof dabei. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal, was ich mal von Clara Butting gelernt habe, dass die Bibel ständig mit sich selber im Gespräch ist. Das fand ich wieder ein schönes Beispiel, ganz auch schön herausgearbeitet. Und das andere, das war in 8,33 zum Beispiel, ich glaube in 35, die Fremden werden selbstverständlich mitgenommen. Mhm. Das finde ich auch im Sinne von Erev Raff, ne, das Getümmel, was so hinterherläuft, finde ich das auch eine wichtige Bemerkung, also die mir da auffiel. Ja, das heute Morgen kam es in den Nachrichten, der Begriff der Volksgemeinschaft, dachte ich, Ja, und aber eine Volksgemeinschaft ist eben nicht nur etwas, was Genetisches ist, sondern das ist die Gesamtheit einer Bevölkerung in einem Territorium. Und die wurde hier erwähnt, alle eben mitzunehmen, alle mitzusehen. Jetzt hast du für eine Irritation gesorgt, liebe Ulrike. Oh. Wo in den Nachrichten, in welchem Kontext tauchte der Begriff Volksgemeinschaft auf? Also das... Ja, ja, es war Deutschlandfunk. Also kann jetzt gar nicht mehr die zusammen, aber es hat mich auch aus dem Bett hochgejagt. Ja, genau. Also. Aber das ist trotzdem eine interessante Interpretation dieses Begriffes.
weil er ein bisschen mehr über die Grenzen hinweg geht. Natürlich jetzt, wie du ihm, es ist kein ethnozentrisches Verständnis, was du vorgestellt hast, Ulrike. Nee, meins ist eine Gesamtheit einer Bevölkerung, genau, die in einem Gemeinwesen lebt. Ja. Genau so. Nichts irgendwie ethnisch homogenes. Es kommt drauf an, aus welcher Ecke das gesagt worden ist. Wenn es natürlich aus der rechten Ecke gesagt wird, da steht das anders, wenn es aus einer linken Ecke oder aus der Mitte gesagt wird. Ja, aber der Begriff ist einfach an sich kontaminiert, weil es eben von den Nazis ganz stark benutzt wurde, um zu definieren, wer ist drinnen und wer ist draußen. Ja, genau. Und diese Definition, die steckt uns einfach noch in den Knochen und man kann da einfach nicht so einfach Dinge weiter verwenden, als ob sie neutral wären. Es ist geprägt dadurch, der Begriff. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, Ulrike, wolltest du gerade was sagen? Na, nur ob es irgendwie doch noch irgendeine liturgische Verwendung im christlichen Bereich findet? Im katholischen nicht, aber vielleicht im evangelischen. Na, Ulrike, bestimmt findet Ursula was. Ulrike, eine Sekunde. Wo sind die Berge heute, die zwei Berge dazwischen? Die Berge, die stehen immer noch bei Nablus. Bei Nablus, okay, weil ja, ich habe nicht gehört, der Nablus, und ich wollte mir so... Nablus ist Shechem, okay, auf Hebräisch oder Sichem. Ja, das weiß ich, aber... Ja, und man kann ja über Wikipedia oder so im Internet kann man sich Ansichten anschauen, die sind nicht so doll imposant. Also ich würde so als Berlinerin würde ich sagen, so wie die Müggelberge hier, ja, also eine leichte Anhöhe, keine großen, super Berge, aber ja, sehr symbolbeladen. Danke. Jetzt war ja eben noch die Frage, wo kommt Josua 24 in einer evangelischen Liturgie vor? Und die Antwort lautet ja. Und zwar unter dem Stichwort Kirchweihfest. Kommen Landtag. Werden Josua 14 bis 16, also so fürchtet nun den Ewigen und dient ihm treulich und rechtschaffen und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms nun Ägypten und dient dem Ewigen. Gefällt es euch aber nicht, dem Ewigen zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Ewigen dienen. Das ist vorgeschlagen, also zur Weihe einer neuen Kirche. Das war jetzt Luther-Übersetzung, was du vorgelesen hast. Ja, das war Luther. Genau. Ja, wegen des Hauses, ich und mein Haus. Ja, genau, das war Luther. So, jetzt hat sich Lutz gemeldet. Bitte, Lutz. Unten einmal die Stummschaltung aufheben, unten links. Ja, ja, also ich habe mal eben kurz nachgeguckt, heute im Deutschlandfunk war eine Sendung, wo eine Meinung des Markt- und Sozialforschungsinstitutes Sinus wiedergegeben war, unter der Überschrift der Populismus ist in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Also eine ganz ernsthafte Sendung und da kam dieser Begriff vor. Gut, also insofern ist anzunehmen, dass er kritisch aufgegriffen wurde oder als Zitat benutzt wurde und vermutlich nicht affirmativ. Zudem zeigt jede zweite der Aussage zu, dass es eine starke Partei brauche, die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpere. Fast zwei Drittel zeigten Sehnsucht nach Strukturen wie in der DDR. Ebenso viele hielten es für sinnlos, sich politisch zu engagieren. Das finde ich eine ernsthafte Aussage.
Gut, danke für sozusagen noch diese Notiz. Und noch einmal zurück zum Text. Gibt es noch Fragen, Kommentare? Vielleicht auch, also mich würde mal so interessieren, ich finde ja, also ich finde immer schön, oder ich fand schön, einen Anlass zu haben, mich nochmal mit dem Buch Josua zu beschäftigen, eben dadurch, dass es in der katholischen Liturgie auch kaum kommt. Und wenn man es jetzt nicht als Studiengegenstand hat, stolpert man eher seltener darüber. Vielleicht war ja jemand von Ihnen alle drei Abende da und könnte mal sagen, wie das für Sie so war. Jetzt nochmal mit dem Buch Josua. Es ist ja auch die erste Schrift nach der Tora, die wir betrachtet haben in diesem Kontext. Und damit hat es ja nochmal es ist ja sehr viel weniger uns präsent als die Schriften der Tora. So. Vielleicht ist die Frage aber auch zu groß, aber es wäre, finde ich, eine interessante Resonanz, wenn da nochmal ein, zwei Personen was zu sagen würden, wie es ihnen mit Josua ging. Sind Sie froh, wenn Sie sich gar nicht mehr mit Josua beschäftigen wollen, oder wollen Sie jetzt Listen lesen in den nächsten Wochen? Also ich muss sagen, ich habe lange Josua nicht gelesen. Und was ich interessant finde, ist auch, wie viele Zitate ich in Josua wiedererkannt habe. Auch hier natürlich jetzt im 24. Kapitel. Das ist das eine. Und das andere dann auch wieder, worüber ich auch schmunzeln musste, die Hornissen zum Beispiel. Also immer wieder so, ja, wunderbare Geschichten, das hat mein Herz erfreut, und es zeigt sich, es lohnt sich doch regelmäßig so auch mal in die Texte, in die wir oder in die ich nicht so oft hineinschaue, sie immer mal wieder zur Kenntnis zu nehmen und sie einer Relektür zu unterziehen. Denn es ist so einfach, ja, ich werde älter, und vor dem Hintergrund meiner Erfahrung lese ich anders. Und natürlich die Zeit ändert sich auch, und dass die veränderte Zeit und Situation lässt den Blick dann nochmal auch wieder anderes sehen. Und das finde ich sehr schön. Und immer wieder, was ich ja auch so überraschend finde, es gibt Verse, da würde ich schwören, nee, also als ich beim letzten Mal das gelesen habe, da stand das nicht, das muss neu sein. Das ist das Gefühl, aber was natürlich in keiner Weise den Tatsachen entspricht, das ist ja klar. Aber ja. So geht es mir bei der Relektür immer wieder, dass ich wirklich was entdecke, wo ich sage, boah, ist ja interessant. Habe ich überhaupt noch nicht so gesehen. Ja, aber jetzt den Ball gebe ich natürlich zurück, ganz einfach. Wie ging es euch mit Josua? Katrin und dann Ulrike. Wollen wir auch Frau Nolte noch hören? Sie hat sich gemeldet. Ach so, ja, klar, das sehe ich hier leider nicht. Bitte dann erst Gudrun Nolte und dann Katrin und dann nochmal Ulrike. Bitte. Also mich hat lange die Geschichte mit der Rahab beschäftigt, dass Menschen in dem Land einfach Botschafter aufgenommen haben. Und sie auch dadurch eigentlich gesegnet wurden. Sie wurden dann nicht preisgegeben. Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich nochmal doch die Listen gelesen, weil ich interessiert dran bin, welche Vorstellung sollen wir denn eigentlich haben von diesem Land, von diesem kleinen Land mit 31 Königen. Also es sind ja wirklich ganz kleine Stammesverbände, die dort... Bürgermeister. Ja. Bürgermeister erobert wurden, ja, eigentlich immer nach demselben Muster, und das ist ja eigentlich dann nicht mehr Josua zugeschrieben wurde, sondern Gott, dass er dieses Land dann neu verteilt und die Stämme nachher eben auch ihre Anteile bekommen. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass Manasse in zwei Gruppen aufgeteilt wurde, rechts und links vom Jordan. Das sind alles Dinge, die mich schon sehr interessieren.
und die ich auch für mich sehr positiv und lesenswert dann gefunden habe. Alles andere, was hier auch jetzt so gesagt wurde, ich denke, dass die Erinnerungskultur in der christlichen Kirche ja auch da ist. Bei der Taufe zum Beispiel werden die Kinder auf Christentum eingeschworen. Dann gehen sie zur Konfirmation, wenn es heute noch so ist, immer mit Abstrichen. Wird auch das Glaubensbekenntnis gesprochen zu diesem dreifaltigen Gott. Es wird die Gemeinde mit dazu genommen. Und ich denke, wer zur Trauung geht, hat auch eine Erinnerungskultur von der Taufe über Konfirmation bis nachher zum Begräbnis, sodass ich das auch als ganz positiv empfinde, diesen Erzählstrang zu haben. Dankeschön, Gudrun. Und jetzt hat sich Jens Schmitz gemeldet, bitte. Ja, ich war nur den letzten und diesen Abend dabei. Aber ich, aus christlicher Sicht finde ich auch die Frage interessant und beschäftigt mich, warum das entstehende Christentum diesen Namen Jesus, was ja meines Erachtens die griechische Form ist von Josua, sozusagen als Namen genommen hat. Also ob es da, also so das finde ich interessant. Also da gibt es ja durchaus eine Verbindung, Jesus und Josua im Namen. Und bin ich nicht am Ende, aber das ist eine Frage, die mich beschäftigt. Also was gibt das, hat das irgendwie eine Resonanz sozusagen für uns? Also ich merke es immer, wenn ich Texte aus Josua vortragen lasse in der Synagoge oder unterrichte. Wir benutzen ja immer dreisprachig, Hebräisch, Deutsch, Russisch. Und die russischen Übersetzungen, da steht dann immer Jesus. Und das finde ich dann immer etwas irritierend, wenn dieser Name da genannt wird. Das kommt natürlich übers Griechische, über die griechischen Bibelübersetzungen. Aber ich behaupte mal, das ist kein Zufall. Also ich glaube, denke schon, dass es da irgendwie einen Strang gibt. Also auch Miriam, Maria, also der Koran sitzt ja auf. Naja, das waren halt geläufige Jungsnamen zur Zeit, so bis heute eigentlich. Den Namen. Ja, in lateinamerikanischen Ländern heißen ja auch viele Männer Jesus oder so. Also es ist ein ganz üblicher Name. Und ich habe mich nicht schlau gemacht, aber ich habe das immer vor allem auf die Bedeutung eben bezogen, sozusagen, mit dem Retten und Erlösen und Heilen und wie man es übersetzen mag und kann. Ja, mögt Josua. Genau, noch. Okay, jetzt strömt es. Nina Gampel, bitte. Und wissen, wie ich bin? Ich wollte auch fragen, ob tatsächlich Josua ist der Jesus. Das ist doch nicht in der Zeit. Nein. Eben, deswegen. Ich war jetzt irritiert ein bisschen. Okay. Eine Namensgleichheit, Namensvetter. Okay. Also auf heute würde man Jesus auf Hebräisch Jeschu nennen oder Jeschua, aber nicht Jehoshua, aber... Das ist mir bekannt, aber jetzt kam diese Frage und dann stand ich da und ich wusste nicht, ob da etwas zusammenhängt. Danke. Gut, jetzt noch ein Schlusswort für euch beide, sei es in Bezug auf die Lektüre-Erfahrung oder etwas anderes. Vielleicht erst Katrin und dann Ulrike. Ich mache ein ganz kurzes Schlusswort. Also meine Vorstellung vom Buch Josua kreiste sich vor allem, weil ich mich damit auch mal beschäftigt habe, um die Auseinandersetzung von Gewalttexten. Und ich durfte entdecken, dass das so viel mehr ist einfach und dass das darum eigentlich gar nicht geht und das eine Frage ist, die sich vor allem gelehrte Menschen, glaube ich, stellen. Und es war mir eine Freude, mit dir, Ulrike, diese Abende zu machen. Dankeschön. Also das Kompliment gebe ich zurück. Es hat mir auch Spaß gemacht. Was ich
an diesem Buch so interessant auch finde, ist diese Spannung. Es ist eben tatsächlich in unseren Köpfen verankert als so ein ganz nationalistisches Buch. Ja? Allein Israel ist im Blick und ist immer erfolgreich und kriegt also nun dieses Land, was versprochen war, und wird alles so aufgeteilt und so weiter. Also irgendwie, einerseits ist es so die Erfüllung einer göttlichen Verheißung in einem ganz konkreten Land und unter ganz konkreten Umständen. Und gleichzeitig wird es immer gestellt in einen größeren Zusammenhang. Also in unserem Kapitel beispielsweise die Warnung vor Stolz und Hochmut: Es ist nicht euer Verdienst gewesen, ja? Schreibt euch das nicht zu. Also kein wirklich irdischer Nationalismus darf daraus abgeleitet werden. Und gleichzeitig im synagogalen Kontext, wir lesen ja eben einmal im Jahr die 5 Bücher Mose durch und werden eben zu Simchat Torah, schließen wir das 5. Buch und fangen mit dem 1. wieder an. Und für Simchat Torah ist Josua 1 als Haftarah, also als Prophetenlesung zugeordnet. Das heißt, einerseits stehen wir an diesem Tag mit Mose so an der Grenze zum Land und schauen rüber und ziehen auch ein. Und gleichzeitig lesen wir auch wieder Bereschit, also 1. Kapitel Genesis 1, gehen zurück zur Erschaffung der Welt. Dieses einerseits dieses Zyklische und gleichzeitig das Lineare, was dabei ist. Einerseits haben wir die Geschichte, die danach kam, und gleichzeitig an diesem Moment, wo es eigentlich uns als so ein nationaler Triumph erscheint, gehen wir wieder zurück zur Erschaffung der Welt und machen uns bewusst, dass wir Teil einer ganz großen Welt sind und Gott für alle da ist und die Geschichte nicht allein mit einem Volk weitergeht. Also so diese Spannung und diese Gleichzeitigkeit, die da ist, das finde ich eigentlich ganz schön. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, danke. Einen großen Dank an euch beide, liebe Katrin, liebe Ulrike. Es war total spannend, mit euch sich auf den Weg zu machen, Josua, in das Buch Josua hineinzuschauen, zu lernen, nachzudenken. Vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Am 7. September geht es weiter. Wir machen dann mit dem Buch Der Richter, Schoftim, weiter. In bewährter Manier. An dieser Stelle auch nochmal ein Dank an all diejenigen, die da sind, die mit Freude, was ich sehe, immer wieder kommen. Diese Veranstaltung bietet Begegnung Christen, Juden, Niedersachsen kostenfrei an. Wer etwas mitgenommen hat, dann freut sich unser Verein, wenn ihr eine Spende überweist, wem es möglich ist. Ich sage vielen, vielen Dank, wünsche einen guten Sommer und freue uns, wenn wir uns wiedersehen, sei es beim digitalen Bibeldialog am 7. September oder am 20. August beim Sommerfest von Begegnung Christen, Juden, Niedersachsen in Hannover. Oder am 30. August bei der Verleihung des Blickwechselpreises an Franz Rainer Enste in Hannover. Da kommt Felix Klein auch um 17 Uhr. Ja, vielen Dank. Macht es gut. Seid behütet. Bleibt gesund. Und bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, alles Gute für den Sommer.